Moin und grüß Gott, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist wieder unterwegs. Hier war ich gestern schon. Ja, und jetzt seht ihr, die Sonne scheint. Aber es hat heute auch wieder lange gebraucht. Es ist jetzt schon gleich 11. Ja, den ganzen Tag, Vormittag war es immer noch grau. War nicht angesagt, war auch die, glaube ich, die einzige Stelle in Österreich, wo es war, aber egal. Jetzt ist es aber auch sofort warm. Ja, der Sommer startet jetzt durch. Ja, und dann mache ich heute mal eine Tour nach oben. Ja, es soll nach oben gehen. Ich bin zwar nicht mit dem Rennrad unterwegs, denn ich will heute, ja, man kann es leider nicht ganz genau sehen, da hinten ist der Berg. Da ist immer so ein Sendemast drauf. In Villacher Hausberg, den Domratsch, da geht eine tolle Alpenstraße hoch. Ja, das ist eine tolle Aussichtsstraße. Ja, nicht zu schwer soll sie sein. Aber es sind ja doch 1500 Höhenmeter bis ganz zum Ende. Ja, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Bis zum Parkplatz ist asphaltiert. Ja, das geht, der ist auf 1780 Metern oder so. Aber es könnte noch weitergehen, aber dann ist Schotter. Und deswegen habe ich das Rad mitgenommen, den nochmal. Ja, um da vielleicht eventuell noch weiterzufahren. Also, es könnten richtig tolle Bilder werden. Ich fühle mich jetzt eigentlich richtig fit. Es ist heute schon fast wieder zu warm, aber ich will nicht meckern. Nein, nein, nein. Also geht es jetzt los auf den ersten richtigen Berg, auf die Höhe. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. I made an omen. I said, tell me your story. He took out an open. Wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Nein, ich heb nicht ab. Nein, ich bin jetzt durch Villach gefahren und bin jetzt hier an dieser Sprungschanze angekommen von Villach. Ja, hier startet ja die. Auch die Straße nach oben, jetzt beginnt die Steigung. Ja, mit 10% geht das ja eigentlich alles auch noch. Aber ich bin jetzt auf 550 Meter Höhe, also das kann noch was werden. Aber ruhig und sinnig, aber schönes Wetter. Toller Rundumblick nochmal hier. Kaum Wind, könnte ruhig ein bisschen mehr sein, aber naja. War eine gute Fahrt eigentlich hierher, fast an der City. Ziemlich durch, aber es ist doch gut gelaufen. Das war eigentlich recht gut. Da kann ich mal nicht so meckern und jetzt bin ich hier und ja, dann geht's bergauf. Ja, die Sonne brennt endlich mal wieder. Es ist Sommerfeeling. Bergauf braucht man es ja natürlich nicht haben, aber naja, was soll ich machen? Ist alles gut so. Und Trinkwasser gibt es hier immer wieder. Auch hier so eine Zapfstation. Aber ich mache hier im Schatten noch mal eine richtig schöne Getränkepause und Snackpause für ein bisschen Power nach oben. Also geht's gleich weiter. Walking on down the road.
Erste Pause. Kleine Pause. Geniale Aussicht über Villach und die Seen. Da ist der Wörthersee, da ist der Ossachiesee. Wow. Einfach klasse, aber es ist noch lange nicht zu Ende. Aber so weiter geht's. Bin wieder ein Stück weiter gekommen. Boah. Ja, aber es ist schön im Wald, zwar keine Aussichten, aber im Wald ist es doch ein bisschen angenehmer und teilweise Schatten. Maximal 10% ist es wirklich. Und in Stufen, man kann sich mal zwischendurch wieder so ein bisschen erholen. Aber was es da drauf nicht gibt, sind Aussichten. Aber es gibt so ein paar Parkplätze da. Und bei dem bin ich jetzt so ein. Da gibt es eine tolle Aussicht. Unglaublicher Tiefblick. Ja, muss ich euch ja wohl zeigen. Ja, hier hat sich mal vor etlichen 100 Jahren ein Bergsturz ereignet. Das ist hier alles runtergekracht. 1300 und ein paar zerquetschte ist das passiert. Ja, und jetzt hat man hier so eine tolle Aussicht auf die Jülichsche Alpen. Ja, da unten bin ich längs geradelt. Ja, richtig toll. Die Geil, ja, man sieht, man kann es jetzt sehen, die hat ein bisschen weniger Wasser jetzt. Hat sich beruhigt, die war ja sowieso noch nicht ganz so voll. Und da hinten ist Anaheim, so ein großer Ort. Ja, die Autobahn geht da rum und dann ist da auch Italien. Ja, und auf der anderen Seite hier, genau hier direkt gegenüber, ist der Wurzenpass. Ach, da bin ich wieder runtergekommen. Ein grandioser Blick, auf der Strecke noch nicht, aber oben wird man noch viel mehr sehen. Wow, ja, ich bin jetzt schon bei Kilometer 7 hier hoch, bin aber auch schon bald eine Stunde unterwegs von den Schanzen. Aber ich genieße es, ich trete auch nicht voll rein, auch wenn es mal ein bisschen flacher wird. Einfach oben ankommen, weil runterfahren geht ja schnell. Ja, also weiter geht's. Kurz hier noch gucken. Und dann geht's weiter. It takes to hurt what I wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Der nächste Tiefblick, Dreiländerblick, da oben Slowenien, hier unter uns alles Österreich und rechts gesehen Italien. Und da ist wieder der Grenzübergang nach Italien, Österreich. Ja, die Autobahn führt da durch, der Radweg. Wow, echt ein toller Blick. Ich bin auch jetzt so 600, 700 Meter über dem Fluss. Also ganz schön geschafft. Das war gerade ein ganz schön langes, ja, 10% Stück. Und man braucht echt viel Flüssigkeit. Also gut, ich habe unten an einem Schanzen nochmal Wasser aufgenommen. Denn unterwegs ist bis jetzt hier noch gar nichts, überhaupt nichts. Kein Brunnen, kein Bach, nichts. Ja, also immer dran denken, falls ihr hochfahrt, genug zu trinken mitnehmen. Und da werde ich gleich wieder einen ordentlichen Hief nehmen, bevor es weitergeht. Ja, das strengt an und ja, kaputt bin ich eigentlich auch schon so ein bisschen. Es sind noch 400 Höhenmeter, das ist noch ein Stück. Oh, lang, ruhig und sinnig, langsam trinken, trinken, trinken.
stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the abiding. Jetzt stehe ich vor einem frischeren Feldsturz. Ihr habt gelesen, 2015 im Januar, da brach hier ein Riesenstück ab. Wow. Uiuiui. Hier ist so eine Art Skywalk. Das ist schon... Oh. Ja, muss man sich schon festhalten. Uiuiui, aber wieder ein toller Blick hier. Aber, boah, da kommt ein Wind von unten auf die Julische Alpen. Boah. Oh, da pustet von unten. Richtig schön angenehm kühl. Oh, da oben ist das, ne, das Ziel wahrscheinlich nicht. Da geht die Straße nicht ganz hin. Das ist nur eine Schotterstraße. Also was ich jetzt schon weiß, definitiv werde ich es nicht bis ganz oben schaffen. Also wenn ich es noch bis zum Parkplatz schaffe, den großen, dann wäre ich noch stolz, weil die Getränke gehen langsam aus. Hier ist nichts unterwegs, das nervt ein bisschen. Ja, und wenn das ausgeht, ja, ich so runter soll ich auch noch. Naja, versuchen werde ich es auf jeden Fall. Aber das entschädigt hier schon. Wow. Ja, toller Blick. Ja, ganz hoch wird es nichts, aber egal, ich versuche es noch weiter. Aber ich muss ein bisschen aufpassen mit den Getränken. Ja. Oben am Parkplatz wird es mindestens was geben zu kaufen. Schauen wir mal. Toller Blick ist auf jeden Fall. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Wow, geschafft. Aber es war ein Krampf. Oh, Leute. Echt auf der letzten Rille bin ich hier hochgekommen. Es ist unglaublich. Wie gerne würde ich jetzt noch höher fahren. Man sieht es vielleicht, die Steigung ist noch extrem hoch. Das wird nichts. Aber die Aussicht ist grandios. Richtung Norden. Die hohen Tauern, oder Felbertauern sind das, glaube ich, ne? Und die Nockberge. Wow, die höchsten sind sogar noch schneebedeckt, teils Gletscher. Ja, da sind die Seen zu sehen. Ui, Seejache, See, Wörthersee, Farkersee, wow, Drautal bis zum Horizont. Wow, und da drüben die Bergketten, Karawanken und so weiter und so fort. Oh, hier unten was zu trinken. Wow. Also das war echt knapp. Also viel habe ich nicht mehr zu trinken. Also ich werde mich gleich da hinsetzen und da werde ich sowas von trinken. Ein Liter Cola. Ja, was, Hunger ist es nicht. Also definitiv nicht, daran hast du die Kappe. Aber es nachzutrinken. Und es ist noch nicht mal so heiß. Aber es ist einfach genial. Es hat sich wieder gelohnt. Aber wow, echt heftig. Es war sehr schwer. Also 100% bin ich definitiv nicht. Ich bin auch froh, nicht mit Rennrad jetzt hier hochgefahren zu sein. Da hätte ich bestimmt weniger Wasser und zu trinken mit gehabt. Denn in der Tasche hinten hatte ich noch, ja, fast noch einen Liter Cola und Energy Drink. Also das hat noch geholfen. Das ist alles weg.
Boah, unterwegs war nichts. Ja, aber jetzt ist was. Ja, vielleicht komme ich ja noch mal wieder. Wenn ich noch einen Ruhetag einlege, glaube ich, da werde ich hier noch mal mit Auto hochfahren und hier rumwandern. Das ist einfach genial hier. Also Dobratsch, Villacher, Alpenstraße. Genial. Oh, und es ist echt nicht kalt. Es geht hier nur ein leichter Wind. Es ist einfach nur stark, es wieder geschafft zu haben. Aber wow, über 3 Stunden gebraucht. Aber ruhig und sinnig und dann klappt das auch. Nicht übertrieben, keine Rekordzeit, wie immer als Flachlandradler. Oh, ja, ist schade, dass die Form so ein bisschen weg ist. Da wäre ich ein bisschen schneller hier oben gewesen, aber kann ich nichts machen. Ich werde das hier oben noch ein bisschen genießen. Definitiv. Wie gesagt, essen, trinken. Und dann geht es abwärts, oh, so groß und ganzen. Auf derselben Strecke. Also brauche ich euch da nicht mitnehmen. Ihr habt alle Aussichten gesehen. Es gab ja nicht so viele. Aber es war einsame Klasse. Ich kann die Straße empfehlen. Die ist im Top-Zustand. Eine der besten Straßen, die ich hier gefahren bin bis jetzt. Ja, da wird die Abfahrt auch nicht schwierig sein. Man muss sich nicht so konzentrieren. Keine Schlaglöcher. Also richtig schön glatt. Also perfekt. Ja, also ihr merkt, ich bin schon ganz schön fertig. Ich brauche mal eine Pause. Also mache ich sie jetzt. Und wir sehen uns demnächst. Wo es hingeht. Ich habe noch so viele Touren. Ja, leider nicht auf 100%, ob ich die schaffe. Ich will gerne noch nach Slowenien und da ja, richtig tolle Tour fahren. Oder rüber nach Italien. Oder ja, hier gibt es auch noch andere Berge, durch die Nockberge. Da gibt es auch tolle Strecke. So eine tolle Strecke. Ja, ob ich das schaffe, werde ich sehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war ganz knapp davor aufzugeben. Aber es hätte nicht mehr viel gefehlt. Also müsste ich da jetzt noch hoch, straßenmäßig, ich hätte es nicht mehr gepackt. Ich hätte gesagt, bis zu dieser Kurve, ich wusste nicht, ob es jetzt das Ende war, dann mache ich Schluss. Aber es war grandios. Es war viel im Wald, ihr habt gar nicht so viel gesehen. Ihr habt alles gesehen, aber das Ziel hier oben, es lohnt sich total. Es ist bewegend. Echt toll. Deswegen war ich hier. Diese Straße wollte ich damals schon fahren, als ich unten an der italienischen Straße Übergang war. Vor ein paar Jahren, da habe ich den Turm hier oben gesehen. Da wusste ich, da gibt es eine Straße. Irgendwann muss ich hier hin und ich habe es jetzt geschafft. Boah, knapp, aber sicher doch noch geschafft. Okay, ich brauche mal eine Pause. Ihr könnt jetzt ruhig abschalten. Vielleicht noch einen Daumen hoch, dass ich doch noch geschafft habe. Also, denn bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus. Ach, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs und ja, strengt sich an hier. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. My heart.